Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu den News über Elden Ring. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es wieder um die Welt und Lore von Elden Ring und wie grandios das alles zusammen sein wird. Wir nehmen dabei ganz besonders Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen From Software und George R. R. Martin. All dies wurde wieder von Omni geleakt, wer das ist, solltet ihr mittlerweile wissen. Um es noch einmal klarzustellen, Martin schreibt nicht die Story von Elden Ring. Er schreibt die Lore und Hintergrundgeschichte von Elden Ring. From Software, oder eher gesagt Miyazaki, schreibt dann die Story von Elden Ring. Miyazaki und Martin sind dabei nicht fest aneinander gebunden. Martin schreibt die Lore und Miyazaki bezieht sich dann darauf, wie er will. Martin gibt also nicht vor, wie die Story aussieht, sondern er schafft die Welt, in der Elden Ring spielen soll. Um euch bei Laune zu halten, fangen wir sofort mit einem der wichtigsten Sachen des gesamten Leaks an. In Elden Ring werden wir ein Mensch sein. Ihr fragt euch, warum ist das so besonders? Naja, es werden auch andere Rassen in diesem Spiel existieren. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Völker und Rassen. Omni nennt keine genauen Beispiele, aber ja, wir haben schon einmal darüber geredet, dass es vielleicht Zwerge, Riesen oder auch Götter geben wird. Es sind halt die Rassen, die auch in der nordischen Mythologie existieren. Dadurch, dass man andere Rassen dem Spiel hinzufügt, verleiht man der gesamten Welt mehr Persönlichkeit und auch mehr Varietät. Es gibt natürlich einen Unterschied dazwischen, ob man Zwerge und Riesen trifft oder einfach nur Menschen und noch mehr Menschen und noch mehr Menschen. Was Martin ganz besonders gut kann, ist eine lebendige und reale Welt erschaffen, die aber auch Fantasy-Elemente mit sich bringt. Vielleicht konntet ihr das schon ganz gut in Game of Thrones erleben, auch dort gab es Drachen und diese komischen Eismenschen. In Elden Ring werden aber auch noch andere Sachen in den Vordergrund gebracht, beispielsweise das gesamte Staatswesen der Welt und die verschiedenen Einflüsse in der Geschichte der Welt. Ob politisch, militärisch oder durch anderweitige Konfrontationen, die Welt von Elden Ring wurde und wird dadurch verändert. Das gab es auch schon in vorherigen Spielen von From Software, aber jetzt wird es einfach deutlich wichtiger. Wie ihr vielleicht bisher schon gemerkt habt, wird der Fantasy-Aspekt von Elden Ring ganz besonders wichtig. Omni beschreibt Elden Ring nicht als Dark Fantasy. Ja, Dark Souls war immer Dark Fantasy, aber Omni nutzt jetzt im Gegensatz dazu den Begriff High Fantasy. Das ist schon mal ein klarer Unterschied. Ich habe ja mehrmals bisher Zelda Breath of the Wild als Beispiel genommen. Auch Zelda Breath of the Wild ist ein High Fantasy Game. Erwartet aber jetzt kein neues Zelda. Omni sagt auch ganz klar, dass es wie in vorherigen From Software Spielen dunkle Aspekte geben wird. Nur ist der Anteil diesmal ein ganz wenig kleiner. Vielleicht wird es eine Art von Mischung von Zelda und Dark Souls. Machen wir weiter mit noch mehr wichtigen Sachen. Bisher wussten wir nur extrem wenig über den Elden Ring selbst. Omni klärt uns jetzt endlich mal ein wenig auf. Der Elden Ring stellt im Prinzip den Zustand der Welt dar. Omni nimmt dabei unsere Erde als Beispiel. Auch in unserer Erde gibt es fest verankerte Dinge, die das gesamte Leben der Erde beeinflussen. Bei uns gibt es das Magnetfeld, die Atmosphäre oder auch den Mond. In Elden Ring ist es halt einfach der Elden Ring. Wenn sich in unserer Welt kein Magnetfeld mehr befindet oder die Erdatmosphäre nicht mehr existiert, beeinflusst sich das gesamte Leben auf der Erde. Alles verändert sich. In Elden Ring wurde der Elden Ring zerstört und hatte damit natürlich einen extremen Einfluss auf die gesamte Welt. Zwar sind jetzt nicht alle Lebewesen in Elden Ring gestorben, aber es hatte natürlich trotzdem einen großen Effekt auf die Menschen und andere Rassen und natürlich auf die Natur. Was passiert dann? Zerfällt die Welt in Chaos? Was passiert mit den Ländern und welchen Einfluss haben generell Götter auf das Land? Was genau passiert, wissen wir natürlich noch nicht, sonst müssen wir das Spiel ja auch noch nicht spielen. Aber die Zerstörung des Elden Rings hat die gesamte Welt verändert und wir sind vielleicht schon bald mittendrin. In Elden Ring werden wir durch das Land reisen, oder sollte ich lieber sagen, wir werden durch Länder reisen? Ja, es wird ganz viele verschiedene neue Länder und Gebiete geben, die wir dann halt auch kennenlernen können und die verschiedene Merkmale aufweisen. Als Beispiel, man kann sagen, es wird vielleicht ein Land der Riesen geben, ein Land der Zwerge, ein Land der Elfen, vielleicht gibt es ja auch Elfen, und ein Land der Götter, wenn es dann überhaupt sowas gibt. Und ja, es wird dort halt neue NPCs geben, neue Quests und so baut man eine ganz andere Bindung zu dem Spiel auf als zuvor in Dark Souls. Es wird also nicht einfach so sein, geh hierhin,
geh dorthin, mach dies, mach das. Warum? Einfach weil ich es gesagt habe. Nein, so wird es nicht sein. Die gesamte Erzählung, die gesamte Story, sogar die gesamte Lore erzählt von einer zusammenhängenden, lebendigen Welt, die es wert ist, zu erleben. Meine lieben Freunde, das war mal wieder ein richtiger Trip, also holy shit, gab es viel Neues zu der Welt und Lore von Elden Ring. Ihr habt keine Ahnung, wie hyped ich wurde, als ich angefangen habe, all das über diesen zerstörten Elden Ring zu lesen und wie die gesamte Welt davon beeinflusst wird. Ich muss ehrlich sagen, all das, was ich jetzt gerade gelabert habe, hat sich schon irgendwie ein wenig nach Werbung angehört oder so, aber ich bin einfach viel zu hyped. Jedenfalls, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt bald wieder Bock und schaltet auch wieder rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst auf keinen Fall einen Kommentar dazu lassen, was euch jetzt bisher besonders krass auf Elden Ring gehypt hat. Und niemals vergessen, ein Abo dazulassen. Haut rein und ciao.